Jo, liebe Leute, was geht ab zu einem neuen Video? Heute stelle ich euch das Araucana-Huhn vor. Wie man hier schon sehen kann, habe ich hier ein Araucana im Farbschlag wildfarbig. Die Araucana kommen aus Südamerika. Sie wurden dort als erstes gezüchtet. Die Araucana haben eine schöne Ohrbommel, die hier zu sehen ist. Da muss man als Züchter darauf achten, man darf nicht Ohrbommel, entweder darf der Hahn keine Ohrbommel haben oder die Henne nicht. Man darf nicht beides gleichzeitig, weil sonst das Küken im Ei ab. Das Gewicht bei einer Araucaner Henne liegt bei 1,6 Kilo bis 2 Kilo. Und beim Hahn 2 Kilo bis 2,5 Kilo. Hier habe ich eine schöne Araucaner-Henne. Und die haben einen, ich sage mal, keinen Schwanz, wie man hier sieht. Der ist weg. Für den, der das erste Mal keine Hühner mit Schwanz sieht, ist es vielleicht ein bisschen seltsam. Aber die haben wirklich keinen Schwanz. Die habe ich die nicht abgeschnitten oder so. Also die haben wirklich keinen Schwanz. Das ist wirklich so. Beim Hahn ist es so, wenn der keinen Schwanz hat und die Hennen besteigt und daraus Küken kommen, haben die Küken alle auch keinen Schwanz. Also sagen wir mal, wenn der jetzt, sag ich mal, eine Sussex-Henne besteigt, dann haben die Sussex auch keinen Schwanz. Das ist dann so wegen dem Hahn, weil der hat keinen Schwanz und dann haben die Hennen auch keinen Schwanz, wenn man daraus die Eier dann züchtet oder befruchtet sind. Eine Araucaner-Henne fängt so ab der 35. Legewoche erst an zu legen. Ja, das ist relativ sehr spät eigentlich. Wenn ich mir jetzt hier mal so eine Legehybriden vorstelle, die fangen schon ab der 20. 19. Woche an zu legen. So, die Schöne ist bei den Araucanern, die legen wirklich sehr tolle Eier. Die Eierfarbe ist so entweder grün bis blau, in den seltensten Fällen auch weiß. Ja, und die Araucaner kann man auch nach einer gewissen Zeit zahm kriegen. Was man bei den Araucanern beachten soll, dass man einen sehr hohen Zaun hat, weil die Araucaner, die können wirklich sehr hoch fliegen. Die können 2 Meter sogar aus dem Stand fliegen. Also das Jo Leute, und das war's dann auch mal wieder von meiner Rassevorstellung von den Araucanern. Und ja, das Araucaner geht jetzt gleich schlafen, weil es ist schon etwas später. Und na dann, ciao, ciao Leute.